Wo sind denn die anderen? Die kommen gleich. Beeilt euch! Da hat der Innsbrucker Richter sinnvoll entschieden, finde ich. Sozialarbeit an frischer Luft kann ja sogar gesund sein. Ein Gefängnis ist keine Besserungsanstalt. Das kennt man doch. Dort würden sie noch tiefer fallen. Überraschen mich. Ich habe immer geglaubt, dass sie eher für härtere Strafen eintreten. Ich bestehe nur darauf, dass man die Regeln einhält. Das wissen sie ganz genau. Aber Jugendliche wegen ein paar Dummheiten einsperren, finde ich nicht richtig. Ja? Kann ich Sie kurz sprechen? Ist was mit den Kids? Nein, die schlafen schon seit einer Stunde. Ja, und warum schlafen Sie nicht zu Hause? Sie wohnen doch hier in der Gegend. Ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine Gelegenheit. Ich will es einmal höflich ausdrücken. Wir sind Kollegen und wir bleiben Kollegen. Einverstanden? Sie schulden mir noch was. Nein, wir sind quitt. Ich könnte Sie auffliegen lassen. Frau Leopold. Danke, mach's schon so. Kann ich Ihnen noch helfen? Das geht schon, danke. Dankeschön, für dich. Du schau, was in der Post vor. Mein Lieb. Ganz der Vater der Bauer. Du sag, was ist heute eigentlich für ein Tag? Der 16. Warum? Hallo, Lukas. Servus, Karin. Und Sie müssen der Kreuzleitner sein. Gut getippt, junger Mann. Kannst ruhig du zu mir sagen. Gut. Wir beide haben ja unlängst telefoniert wegen meiner Wohnung. Ja, genau. Gefällt's dir? Ja, super. Wer kann schon von seinem Wohnzimmer aus auf dem Hahnenkamm schauen? Warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten dich gern abgeholt. Und? Magst du einen Kaffee? Gern. Schwarz ohne Zucker. Schon unterwegs. Ich halte das keine 3 Tage mehr aus. Habt ihr den König gesehen? Der geht uns auch gar nicht ab. Tot.
Ich habe vor kurzem den Todesursachenatlas der Statistik Austria gelesen. Und da steht, dass es in Kitzbühel die niedrigste Sterberate von ganz Österreich gibt. 16% unterm Durchschnitt. Was arbeitet sie eigentlich? Die Statistik Austria registriert nur natürliche Todesfälle, Herr Kollege. Willst du uns vielleicht arbeitslos machen? Ja? Wer ist denn das? Aha. Das ist dein Vorgänger. Verstehe. Mit seiner Frau und dem Wendeli. Ah ja. Und wo? Gut, wir sind unterwegs. Kreuzleitner, wir müssen los. Es ist was passiert. Natürlich Mord. Also Lukas, da ist der Schreibtisch. Richte einstweilen ein. Und wir telefonieren dann später, ja? Nix da, ich komm mit. Servus, und? Nein. Hallo, unser neuer Kollege, Frau Dr. Haller. Freut mich. Ich bin der Lukas Reuter, hallo. Ich habe gehört, dass Sie in Innsbruck einen Kurs in Kriminalpsychologie bei einem bekannten deutschen Prüffeller belegt haben. Beim Professor Meyerhofer, ja. Ist das nicht der, der auch eine Ausbildung auf der FBI Academy gemacht hat? In der Verhaltensforschungseinheit. Gut. Dann sag uns doch bitte etwas über den seelischen Zustand des Täters. Aha. Also er hat auf jeden Fall mit voller Wucht zugeschlagen. Ich tippe auf eine Beziehungstat oder einen Racheakt oder sowas. Hat's was Vergleichbares gegeben in letzter Zeit? Also mit dem Erschlagen haben Sie schon mal recht. Vermutlich mit einem glatten, runden Gegenstand. Und ich schätze es immer nur sehr ungern, aber es dürfte zwischen Mitternacht und 2 Uhr in der Früh passiert sein. Gibt's sonst irgendwelche verwertbaren Spuren? Ja, die Kollegen haben noch nichts Brauchbares gefunden. Außer den Stummeln da. Und in seinen Jacken waren Tabak, Filterhülsen und dieses Zigarettenstopfgerät. Wer stopft sich heute noch Zigaretten, bitte? Wissen wir schon, wer er ist? Ja, das wissen wir. Oliver König, verheiratet, ist 40. Boah, 40. Bewährungshilfe, seine Kollegin, die Frau Leopold, wartet drinnen in der Pension. Alle 4 fallen unter die Kategorie Wohlstandsverwahrlosung. Der Richter hat den allen noch eine letzte Chance gegeben. Statt Gefängnis eine Strafe auf Bewährung, Auflage eine gemeinnützige Leistung zu erbringen. Die 4 haben sich entschieden, Sturmschäden aus einem Wald zu beseitigen und helfen damit einer alten Bäuerin und ihrem Knecht. Wir hatten alle im Gefängnis. Ich hau ab. Ich auch. Hey, wenn wir jetzt abhauen, dann machen wir uns erst recht verdächtig. Das ist das Blödeste, was wir jetzt machen können. Das ist der Florian Moser. Die Eltern haben sich scheiden lassen, da war er 7. Seine Mutter ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die nie Zeit für ihn hatte. Er hat dann mit dem Stehlen angefangen. Um auf sich aufmerksam zu machen. Für die Polizei ist er mir schuld. Checkst du das nicht? Die sperren uns ein und lassen uns nie mehr raus. Nie mehr! Verstehst du? Nie mehr! Da haben wir die Steffi Aigner, bei der Großmutter aufgewachsen. Sie wollte Krankenschwester werden, hat aber leider Medikamente aus der Spitalsapotheke mitgehen lassen. Sie ist verschlossen und äußerst misstrauisch. Sie zum Reden zu bringen, wird schwer werden. Was ist denn los? Und das ist der Moritz-Schatz. Ein sehr gescheiter, sensibler Kerl, der in Kitzbühel aufgewachsen ist. Er war im Jugendkader der Abfahrer. Er war ein hoffnungsvolles Talent, bis er im Rauschen Trainer niedergeschlagen hat. Ich habe noch nie einen toten Menschen angefasst. Theresa Kurz hat als Lehrling in einem Drogeriemarkt gearbeitet, ist mit 12 Jahren von zu Hause ausgerissen. Dann war sie in halb Europa unterwegs. Theresa gilt als äußerst aggressiv. Weiß man warum? Wir vermuten ein traumatisches Erlebnis in ihrer Jugend. Und Sie, Frau Leopold? Wie war denn Ihr Verhältnis zum Herrn König?
korrekt, würde ich sagen. Natürlich hat mein Mann Feinde gehabt. Es gab genug Jugendliche, die nicht mit ihm zurechtgekommen sind und ihn bedroht haben. Aber was seinen Beruf betrifft, war er immer ein Idealist. Können Sie uns den Namen nennen? Leider nicht. Frau König, wie war denn sein Verhältnis zu seinen Kollegen? Ich nehme an, sehr gut. Er hat nie über einen Kollegen oder eine Kollegin geklagt oder sich beschwert. Frau König, Sie sind vor 6 Wochen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Wollten uns scheiden lassen? Dürfen wir den Grund erfahren? Tut mir leid. Das ist Privatsache. Es geht Sie beim besten Willen nichts an. Grüß euch. Mein Name ist Karin Kofler, ich bin von der Soko Kitzbühel. Das ist mein Kollege, der Lukas Reuter. Du bist der Moritz? Du teilst da zusammen mit dem Florian ein Zimmer. Also, ihr seid ja um 10:30 schlafen gegangen. Hat einer von euch beiden danach das Zimmer verlassen? Ihr zwei teilt euch doch auch ein Zimmer, oder? Hat wer von euch das Zimmer in der Nacht verlassen? Ja, ich verstehe schon. Ich würde an eurer Stelle in der Situation auch nichts sagen. Ich habe in der Kopfwunde Papierpartikeln gefunden. Die könnten gut von dem Etikett stammen. Also ist er wahrscheinlich mit einer Flasche erschlagen worden. Ja, gehen wir mal davon aus. Die Partikel werden gerade noch untersucht. Vielleicht bringt uns das Ergebnis ja weiter. Und was die Tatzeit betrifft, lege ich mich jetzt auch fest. Er ist zwischen 12:30 und 1 in der Nacht erschlagen worden. Gut, danke dir. Ist Fisch? Der neue Kollege. Ach so? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Servus. Hallo? Ist da wer? Ist da jemand? Kitzbühel, komm uns raus mit erhobenen Händen! Rauskommen, hab ich gesagt! Scheiße, immer wenn man alleine ist. Thank you.
Was ist jetzt mit dem Neuen? Der ist heute am Vormittag angekommen und hat sich sofort eingeklinkt. Zeigt doch von einer tadellosen Berufsauffassung. Ich habe gehört, der kommt aus Linz. Ihr habt's aber gut recherchiert. Mhm. Doch völlig normal, dass wir uns erkundigen, mit wem wir in Zukunft zusammenarbeiten. Wir? Also du, natürlich. Und wie ist er denn jetzt, der Lukas? Was wird das jetzt? Wird das ein Verhör oder was? Das ist eine ganz normale Routinebefragung. Wie ist er? Er ist kompetent und sehr sympathisch. Klingt gut. Danke für die Komplimente. Und eins fürs hervorragende Essen. Ich werde sicher öfter kommen. Was machst denn du da? Die Dr. Haller hat in der Jacke von dem toten König eine Rechnung von den Bruchlanerstuben gefunden und hat sie mir gegeben. Ich habe nicht gewusst, dass das Lokal deinem Vater gehört. Übrigens, der tote König war vor 2 Tagen hier bei mir mit einer jungen, sehr schlanken, blonden Begleiterin. Sie sind ziemlich heftig geworden. Hast du schlecht gekocht? Diese kindische Bemerkung übergehe ich einfach. Es ging um Geld. Das wird wohl seine Kollegin, diese Leopold, gewesen sein. Und du bist unter die Hälse ergangen? Nein, ich finde das einfach nur logisch. Die Nachbarin hat nichts gehört und nichts gesehen. Was denkst du? Naja, da hat offensichtlich jemand versucht, einen Einbruch vorzutäuschen und hat das Schloss mit einem Schraubenzieher manipuliert. Ziemlich dilettantisch, gell? Mhm. Wir haben beim Toten keinen Schlüssel gefunden. Vielleicht hat jemand dem König den Schlüssel weggenommen und danach die Wohnung durchwühlt. Aber wozu macht er sich die Mühe, einen Einbruch vorzutäuschen? Ich glaube, der Leopold verheimlicht was. Ich habe genau mitgekriegt, wie der König bei ihr angeklopft hat. Sie schulden mir noch was. Er hat ihr gedroht. Das hast du vielleicht nur eingebildet, hm? Mein Zimmer ist gleich gegenüber. Ich habe das nicht geträumt. Vielleicht wäre es gescheiter, wenn ich das der Polizei melde. Nichts erzählen wir denen, gar nichts, ist das klar? Aber es wäre doch vielleicht besser. Wenn sie was mit Mord zu tun hat, dann werden wir alle fein raus. Vergiss es. Ich glaube, den König hat keiner so richtig gemocht. Er hat als extrem strenger Bewährungshelfer gegolten. Ja gut, er war streng und er hat nach Vorschrift gehandelt, aber kann man nicht vorstellen, dass ihn einer der Jugendlichen deswegen gleich umbringt. Was ist mit seiner Frau? Ja, die hätte natürlich ein Motiv. Das Trachtengeschäft hat ihm gehört. Er hat's geerbt und hat ihr die Hälfte überschrieben. Wenn sie sich scheiden lassen, muss sie ihn auszahlen und verliert womöglich das Geschäft. Mhm. Weil das Geld hat sie wahrscheinlich nicht. Irgendwas verschweigt sie uns. Was geschieht mit ihm? Die König will ihn nicht. Es war der Vogel von ihrem Mann. Er hat ihn angeblich nur gekauft, um sie zu ärgern. Das schon. Spurensicherung hat diesen Kontoauszug beim König gefunden. Die Leopold hat dem König 15.000 Euro überwiesen. Wieso überweist dem Kollegen so viel Geld? Das frage ich mich auch. Aber du bist der Kommissar. Hm. Und für dich ist es jetzt Zeit, Tirolerisch zu lernen. Er hat behauptet, er braucht das Geld für die Scheidung. Und sie leihen dem König einfach so 15.000 Euro. Da ist doch nichts dabei unter Kollegen. Wir haben uns bei ihrem Vorgesetzten informiert. Sie hatten des Öfteren Differenzen mit ihm. Da ging es um rein berufliche Dinge. So, Frau König, Sie haben ausgesagt, dass Sie Ihren Mann in den letzten 3 Wochen nicht gesehen haben. Ja, das habe ich bereits zu Protokoll gegeben. Es gibt eine Zeugenaussage. Ihr Wagen wurde gestern Abend gesehen, vor der Pension, in der Ihr Mann mit den Jugendlichen war. Also erstens, warum waren Sie dort? Und zweitens, warum haben Sie uns angelogen? Wir wissen aber, dass Sie in den Bruchlanerstuben heftig über Geld gestritten haben. Ja, er wollte sich ihm noch mehr Geld leihen. Ich habe abgelehnt. Ist er etwas ausfällig geworden.
Das war alles. Mein Mann hat mich angerufen. Er wollte wegen der Scheidung noch einige Punkte klären. Ich sollte ihn von der Pension abholen und irgendwo hinfahren, wo wir in Ruhe reden könnten. Warum ist es nicht dazu gekommen? Weil wir nach ein paar Minuten sofort wieder gestritten haben. Ich habe ihn einfach stehen lassen. Bin weggefahren. Wo sind Sie denn hingefahren? Wütend. Bin einfach in der Gegend herumgefahren. Das müssen Sie mir glauben. Das fällt mir sehr schwer. Das wäre dir doch aufgefallen, wenn ich das Zimmer verlassen hätte. Wenn ich einmal schlafe, dann kann eine Bombe neben mir hochgehen und ich werde nicht wach. Du lenkst doch von dir ab, du Arsch. Ich bin einmal aufgewacht. Dein Bett war leer. Soll ich das der Polizei stecken? Du spinnst. Ich war bloß kurz auf dem Klo. Die haben die Leopold in der Zange. Die hat mit dem Mord nichts zu tun. Bestimmt. Bist du das so sicher? Du und die Leopold? Sie haben uns verschwiegen, dass Sie einen Kredit aufnehmen mussten, um das Geld aufzutreiben, das der König von Ihnen verlangt hat. Wir glauben, dass Sie erpresst wurden. Womit hat er Sie denn erpresst? Wir können das Gespräch gerne am Kommissariat weiterführen. Ich habe einen Blödsinn gemacht. Ich habe mit einem der Kids geschlafen. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Mit wem? Mit ihm. Der König ist dahinter gekommen und hat mich erpresst. Wegen eines einmaligen Ausrutschers. Da war doch mehr, oder? Er hat mir ein gefälschtes Protokoll gezeigt, in dem drei weitere Jugendliche behaupten, dass ich sie zum Sex überredet hätte. Und er hat gedroht, dass er das Protokoll der Staatsanwaltschaft übergibt, wenn ich nicht zahle. Naja, das ist ein Beo. Auch Gracula religiosa genannt. Gehört in die Gruppe der tropischen Glanzstarre. Auf jeden Fall ist er ein prächtiges Tier. Der bekommt bei mir ein neues Zuhause. Der kommt mir in kein Tierheim. Danke, Frau Gräfin. Gerne. Geh mal. Aber da müssen Sie sehr vorsichtig sein, was Sie sagen. Die Tiere sind nämlich äußerst sprachbegabt. Sag, das ist doch das 17. Wort und nicht irgendwas? Nein, nichts Besonderes. Ah, habe ich mich getäuscht. Okay. Nicke einfach oder schüttel den Kopf, ja? Der König hat herausgefunden, dass du etwas mit der Frau Leopold gehabt hast. Hast du es gewusst? Er hat gedroht, sie auffliegen zu lassen und hat sie erpresst. Er hat 15.000 Euro gefordert. Sag nichts. Du kannst dir aber schon vorstellen, dass ich davon ausgehen muss, dass du davon gewusst hast. Dann gibt's nämlich eine logische Erklärung. Du hast durchgedreht und hast ihn erschlagen. Der hat's verdient. Kannst du mir das näher erklären? Er war ein richtiges Schwein. Geht das zur Plauderstunde? Komm, wir müssen weitermachen.
Du, Lukas, das war die Frau Dr. Haller. Die Papierpartikel, die wir in der Wunde des Toten gefunden haben, die stammen von einem Wodkaflaschenetikett. Irgendein seltener russischer. Sie schickt uns die Details. Und, was sagt er? Also, dass der Florian nichts von der Erpressung gewusst hat, das glaube ich ihm sogar. Hat mit dir geredet? 3 kurze Sätze sind ihm ausgekommen. Was überlegst du? Er hat gesagt, dass der König ein richtiges Schwein war. Wir sollten uns das private Umfeld von dem König noch einmal anschauen. Und ich möchte seiner Frau noch ein paar Fragen stellen. Gut. Na, fahrt. Sie sind doch seit einem Jahr bei einer Psychotherapeutin in Behandlung. Können Sie uns sagen, warum? Das geht Sie überhaupt nichts an. Doch, das geht uns etwas an, weil wir den Mord an Ihrem Mann aufklären müssen. Und es reicht ein Anruf und wir haben einen richterlichen Beschluss, um Ihre Therapeutin zu verhören. Also. Mein Mann hat sich verändert. Er ist ungeduldig geworden und aggressiv. Ich musste lernen, damit umzugehen. Und deshalb wollten Sie sich von ihm scheiden lassen? Ja. Hat er Sie auch misshandelt? Oder sexuell genötigt? Nein. Er hat es in vollen Zügen genossen, mich zu demütigen. Vor allem vor anderen Menschen. Das ist ein starkes Motiv. Und Sie haben für die Tatzeit kein Alibi. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn in Gedanken erschlagen, 100 Mal. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Der König demütigt seine Frau, erpresst seine Kollegin, fragt sie nur, wie er mit den Jugendlichen umgeht. Ihr war Idee. Wir könnten die Jugendlichen doch einzeln verhören. So eine halbe Stunde lang. Was ist, wenn sie nicht reden? Egal, wir konfrontieren sie mit erfundenen Aussagen der anderen und schauen, wie sie reagieren. Und du glaubst, das funktioniert? Bei Jugendlichen vielleicht sogar besser als bei Erwachsenen. Junger Mann, das hat ein Bahnbediensteter für dich abgegeben. Super, endlich, danke. Bis später, ja? Zahlen bitte. Steffi, ich weiß, dass du genau schildern kannst, was in der Nacht passiert ist. Der Florian und die Leopold. Da war doch was, oder? Der König war auch scharf auf sie. Da ist der Florian ausgerastet. Habe ich gehört. Du bist ja ein richtig guter Skifahrer. Schade, dass du damals den Trainer niedergeschlagen hast. Und du bist intelligent. Wahrscheinlich war es deine Idee, nicht auf die Fragen zu antworten. Aber du bist der Einzige, der nicht redet. Die anderen haben nicht durchgehalten, dem zu plaudern begonnen. Willst du wissen, was sie gesagt haben? Du kannst ziemlich jähzornig sein, hat mir die Steffi erzählt. Mindestens 30 Fragen gestellt. Du gibst keinen Laut von dir. Wir werden das Verhör morgen wiederholen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Mich in Ruhe lassen. Ein Wunder. Du redest mit mir.
Theresa hat auch bestätigt, dass du mit der Leopold etwas gehabt hast. Was haben wir denn da? Die wurden 17 Diebstahldelikte nachgewiesen. Und? Du hast immer Wodka und Zigaretten mitgehen lassen. Du trinkst gern Wodka, hm? Das hat uns der Moritz erzählt. So hätten sie es vielleicht gern. Der König ist mit einer Wodkaflasche erschlagen worden. So, und jetzt gehen wir einen Kaffee holen und du kannst noch ein bisschen nachdenken. Bitte sehr. Mahlzeit. Sie hat mir ein einziges Mal angeschaut. Sonst nur auf dem Boden gestarrt. Aber wie sie dann reagiert hat, sagt mir, dass sie den Täter kennt. Er hat zuerst auch den Harten gespielt. Aber dann hat er schon zu reden begonnen. Also. Die lügen doch. Ja, und wenn nicht? Vielleicht hast du ja geredet. Auf jeden Fall wissen sie, dass ich gern Wodka trinke. Aber nicht von mir. Vielleicht steht es ja in den Akten von dem König. Lass uns doch allen nachschnüffeln. So was steht doch da nicht drin. Zeig endlich deinen Mund! Lass auf! Das nenne ich einen gruppendynamischen Prozess. Schick die Spurensicherung. Der König hat sich vor 2 Monaten eine Videokamera im Internet bestellt. Sie haben den Lieferschein in der Wohnung vom König gefunden. Aber die Kamera ist unauffindbar. Ihr Mann hat vor 2 Monaten eine Videokamera im Internet gekauft. Wir haben in der Wohnung aber nur eine Gebrauchsanweisung gefunden. Stimmt. Er hat vor 2 Monaten eine bekommen und sie immer in seinem Schreibtisch eingesperrt. Da haben wir sie aber nicht gefunden. Gibt's ein Geheimfach oder ein Tresor? Nein. Sowas haben wir nie gehabt. Florian, was ist passiert? Das ist nicht so schlimm. Es brennt jetzt ein bisschen. Vielen Dank, dass Sie uns sofort angerufen haben. Und? Wie ist denn das passiert? Ich hab nicht aufgepasst und bin über einen Baumstamm gestolpert. Warum hast du es gemacht? Ich war so blöd und haben Florian erzählt, was passiert ist. Und dann habe ich es mit der Angst zu tun gekriegt, okay? Hast du Steffi auch erzählt? Nein, nur im Florian. Du kennst ihn doch, der Florian kann nichts für sich behalten. Drum bin ich ja ausgeflippt. Kannst du nicht einmal nachdenken? Es tut mir ja leid, aber... So, jetzt reicht's mal. Du bist nicht gestürzt. Du bist niedergeschlagen worden von irgendjemandem. Und du nimmst den auch noch in Schutz. Beim nächsten Mal schlagt er sicher härter zu. Willst du das? Karin... Lukas,
Wodkaflaschen ist gestern Nacht in einer Diskothek verkauft worden. Ich habe dem Barkeeper die Fotos von den Jugendlichen gezeigt. Der Moritz und die Theresa haben den Wodka gekauft. Wir müssen mal. Florian, wo sind denn der Moritz und die Theresa? Die sind wieder in Wald zurück. Die wissen von der Disco und von der Wodkaflaschen. Haut's ab, aber schnell. Du. Tut mir leid. Das kriegst du zurück. Karin? Da oben gibt's einen Wehr. Da geht der Steg drüber. Auf der anderen Seite ist ein großer Parkplatz. Da knack mal dein Auto und hauen ab. Komm! Das gibt's doch nicht! Der war noch nie abgesperrt! Und da drüben war ein Steg! Bist du sicher? Ganz sicher! Ich bin da x-mal als Kind drüber gelaufen! Moritz! Theresa! Jetzt ist alles aus! Stopp! Mach's keinen Blödsinn! Lasst uns doch in Ruhe! Haut ab! Theresa, das hat doch keinen Sinn. Steig bitte wieder runter. Wir wissen, dass der König ein richtiges Schwein war. Der wollte einfach nur Macht auf andere Menschen ausüben. Zuerst auf seine Frau und dann auf euch. Theresa, wir wissen, wie der König wirklich war. Ich glaube Ihnen kein Wort. Er hat euch gequält und auch noch gefilmt dabei. Wo ist die Kamera? Das Material könnte helfen, euch zu entlasten. Warum hast du die Kamera in den Müll gehauen? Passt auf! Wir werden uns vor Gericht für euch einsetzen. Ich verspreche euch das. Ihr könnt es uns glauben. Wir halten unser Wort. Uns heimlich in Disco geschlichen. Bisschen getanzt, eine Flasche Wodka gekauft, was getrunken. Beim Nachhausekommen hat uns der König erwischt und zur Rede gestellt. Und dann hat er mit seinen sadistischen Neigungen. Er hat immer selbst gestopfte Zigaretten bei sich gehabt. Besonders festgestopfte. Damit er noch fester auftreten kann. Die Spurensicherung hat eure Aussagen bestätigt. Auf den Zigarettenstummeln hat man Hautreste gefunden, die von dir stammen. Und die Kamera und die Bänder haben es bei der Mülltrennung gefunden. Brennende Zigaretten auf meiner Brust ausgedrückt. Die Theresa hat ihn angefleht, dass er aufhören soll. Der König hat nur gelacht. Und dann ist sie ausgerastet. Und hat mit der Wodkaflasche zugeschlagen. Dann habt ihr die Kamera mitgenommen und seid mit dem Schlüssel vom König in die Wohnung, um die anderen Bänder zu holen. Und warum hast du ihn nicht angezeigt? Wer hätte an Kriminellen schon geglaubt?
Kommt. Nicht schlecht. Musst dich aber beeilen, wenn du zu spät kommen willst. Was wird denn gefeiert? Kannst du das nicht denken? Keine Ahnung. Übrigens, Herr Kollege, ein schlechter Einstand. So, bitteschön. Danke. Jetzt könnte man doch eigentlich einmal auf den Lukas anstoßen, oder? Davor müssen wir noch was anderes feiern. Das ist doch der 17. Da war doch irgendwas. Hat da nicht irgendwer Geburtstag, oder? Happy Birthday, Kreuzleitner. Alles Gute zum Geburtstag, Kreuzleitner. Danke. Alles Gute. Ihr habt es also doch nicht auf meinen Geburtstag vergessen. Monsieur, darf ich bitten? Oder sich beschwert? Frau König, Sie sind vor 6 Wochen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Wollten uns scheiden lassen? Dürfen wir den Grund erfahren? Tut mir leid. Das ist Privatsache. Es geht Sie beim besten Willen nichts an. Grüß euch. Mein Name ist Karin Kofler, ich bin von der Soko Kitzbühel. Das ist mein Kollege, der Lukas Reuter. Du bist der Moritz? Du teilst du zusammen mit dem Florian ein Zimmer. Also, ihr seid ja um 10:30 schlafen gegangen. Hat einer von euch beiden danach das Zimmer verlassen? Ihr zwei teilt euch doch auch ein Zimmer, oder? Hat wer von euch das Zimmer in der Nacht verlassen? Ja, ich verstehe schon. Ich würde an eurer Stelle in der Situation auch nichts sagen. Was gibt's? Karin? Servus. Du, ich habe in der Kopfwunde Papierpartikel gefunden. Die könnten gut von dem Etikett stammen. Also ist er wahrscheinlich mit einer Flasche erschlagen worden. Ja, gehen wir mal davon aus. Die Partikel werden gerade noch untersucht. Vielleicht bringt uns das Ergebnis ja weiter. Und was die Tatzeit betrifft, lege ich mich jetzt auch fest. Er ist zwischen 12:30 in der Nacht erschlagen worden. Gut, danke dir. Ist Fisch? Der neue Kollege. Ach so? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Servus. Hallo? Ist da wer? Ist da jemand? Thank you.
Zucker Kitzbühel! Komm uns raus mit erhobenen Händen! Recht. Vermutlich mit einem glatten, runden Gegenstand. Und ich schätze es immer nur sehr ungern, aber es dürfte zwischen Mitternacht und 2 Uhr in der Früh passiert sein. Gibt's sonst irgendwelche verwertbaren Spuren? Ja, die Kollegen haben noch nichts Brauchbares gefunden. Außer den Stummeln da. Und in seinen Jacken waren Tabak, Filterhülsen und dieses Zigarettenstopfgerät. Wer stopft sich heute noch Zigaretten, bitte? Wissen wir schon, wer er ist? Ja, das wissen wir. Oliver König, verheiratet, ist 40. Boah, 40. Bewährungshilfe, seine Kollegin, die Frau Leopold, wartet drinnen in der Pension. Alle 4 fallen unter die Kategorie Wohlstandsverwahrlosung. Der Richter hat ihnen allen noch eine letzte Chance gegeben. Statt Gefängnis eine Strafe auf Bewährung, Auflage eine gemeinnützige Leistung zu erbringen. Die 4 haben sich entschieden, Sturmschäden aus einem Wald zu beseitigen und helfen damit einer alten Bäuerin und ihrem Knecht. Wir hatten alle im Gefängnis. Ich hau ab. Ich auch. Hey, wenn wir jetzt abhauen, dann machen wir uns erst recht verdächtig. Das ist das Blödeste, was wir jetzt machen können. Das ist der Florian Moser. Die Eltern haben sich scheiden lassen, da war er 7. Seine Mutter ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die nie Zeit für ihn hatte. Er hat dann mit dem Stehlen angefangen. Um auf sich aufmerksam zu machen. Für die Polizei ist er mir schuld. Checkst du das nicht? Die sperren uns ein und lassen uns nie mehr raus. Nie mehr! Verstehst du? Nie mehr! Da haben wir die Steffi Aigner. Bei der Großmutter aufgewachsen. Sie wollte Krankenschwester werden, hat aber leider Medikamente aus der Spitalsapotheke mitgehen lassen. Sie ist verschlossen und äußerst misstrauisch. Sie zum Reden zu bringen, wird schwer werden. Was ist denn los? Und das ist der Moritz-Schatz. Ein sehr gescheiter, sensibler Kerl, der in Kitzbühel aufgewachsen ist. Er war im Jugendkader der Abfahrer. Er war ein hoffnungsvolles Talent, bis er im Rauschen Trainer niedergeschlagen hat. Ich habe noch nie einen toten Menschen angefasst. Theresa Kurz hat als Lehrlingin am Drogeriemarkt gearbeitet, ist mit 12 Jahren von zu Hause ausgerissen, dann war sie in halb Europa unterwegs. Theresa gilt als äußerst aggressiv, weiß man warum? Wir vermuten ein traumatisches Erlebnis in ihrer Jugend. Und Sie, Frau Leopold? Wie war denn Ihr Verhältnis zum Herrn König? Korrekt, würde ich sagen. Natürlich hat mein Mann Feinde gehabt. Es gab genug Jugendliche, die nicht mit ihm zurechtgekommen sind und ihn bedroht haben. Aber was seinen Beruf betrifft, war er immer ein Idealist. Können Sie uns den Namen nennen? Leider nicht. Frau König, wie war denn sein Verhältnis zu seinen Kollegen? Ich nehme an, sehr gut. Er hat nie über einen Kollegen oder eine Kollegin geklagt. Rauskommen, habe ich gesagt! Scheiße, immer wenn man alleine ist. Was ist jetzt mit dem Neuen? Der ist heute am Vormittag angekommen und hat sich sofort eingeklinkt. Zeig doch von einer tadellosen Berufsauffassung. Ich habe gehört, er kommt aus Linz. Ihr habt's aber gut recherchiert. Mhm. Doch völlig normal, dass wir uns erkundigen, mit wem wir in Zukunft zusammenarbeiten. Wir? Also du, natürlich. Und wie ist er denn jetzt, der Lukas? Was wird das jetzt? Wird das ein Verhör oder was? Das ist eine ganz normale Routinebefragung. Wie ist er? Er ist kompetent und sehr sympathisch. Klingt gut. Danke für die Komplimente.
und eins fürs hervorragende Essen. Ich werde sicher öfter kommen. Was machst denn du da? Die Dr. Haller hat in der Jacke von dem toten König eine Rechnung von den Bochlanerstuben gefunden und hat sie mir gegeben. Ich habe nicht gewusst, dass das Lokal deinem Vater gehört. Übrigens, der tote König war vor 2 Tagen hier bei mir mit einer jungen, sehr schlanken, blonden Begleiterin. Sie sind ziemlich heftig geworden. Hast du schlecht gekocht? Diese kindische Bemerkung übergehe ich einfach. Es ging um Geld. Das wird wohl seine Kollegin, diese Leopold, gewesen sein. Und du bist unter die Hälse ergangen? Nein, ich finde das einfach nur logisch. Die Nachbarin hat nichts gehört und nichts gesehen. Was denkst du? Naja, da hat offensichtlich jemand versucht, einen Einbruch vorzutäuschen und hat das Schloss mit einem Schraubenzieher manipuliert. Ziemlich dilettantisch, gell? Wir haben beim Toten keinen Schlüssel gefunden. Vielleicht hat jemand dem König den Schlüssel weggenommen und danach die Wohnung durchwühlt. Aber wozu macht er sich die Mühe, einen Einbruch vorzutäuschen? Die Leopold verheimlicht was. Ich habe genau mitgekriegt, wie der König bei ihr angeklopft hat. Sie schulden mir noch was. Er hat ihr gedroht. Das hast du vielleicht nur eingebildet, hm? Mein Zimmer ist gleich gegenüber. Ich habe das nicht geträumt. Vielleicht wäre es gescheiter, wenn ich das der Polizei melde. Nichts erzählen wir denen, gar nichts, ist es klar. Aber es wäre doch vielleicht besser. Wenn sie was mit Mord zu tun hat, dann werden wir alle fein raus. Vergiss es. Ich glaube, den König hat keiner so richtig gemocht. Er hat als extrem strenger Bewährungshelfer gegolten. Ja gut, er war streng und er hat nach Vorschrift gehandelt, aber kann man nicht vorstellen, dass ihn einer der Jugendlichen deswegen gleich umbringt. Was ist mit seiner Frau? Ja, die hätte natürlich ein Motiv. Das Trachtengeschäft hat ihm gehört. Er hat's geerbt und hat ihr die Hälfte überschrieben. Wenn sie sich scheiden lassen, muss sie ihn auszahlen und verliert womöglich das Geschäft. Mhm. Weil das Geld hat sie wahrscheinlich nicht. Mein Lieb. Ganz der Vater der Bub. Du sag, was ist heute eigentlich für ein Tag? Der 16. Warum? Hallo Lukas. Servus, Karin. Und Sie müssen der Kreuzleitner sein. Gut getippt, junger Mann. Kannst ruhig du zu mir sagen. Gut. Wir beide haben ja unlängst telefoniert wegen meiner Wohnung. Ja, genau. Gefällt's dir? Ja, super. Wer kann schon von seinem Wohnzimmer aus auf den Hahnenkamm schauen? Warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten dich gern abgeholt. Und? Magst du einen Kaffee? Gern. Schwarz ohne Zucker. Schon unterwegs. Ich halte das keine 3 Tage mehr aus. Habt ihr den König gesehen? Der geht uns auch gar nicht ab. Vor kurzem den Todesursachenatlas der Statistik Austria gelesen und da steht, dass es in Kitzbühel die niedrigste Sterberate von ganz Österreich gibt. 16% unterm Durchschnitt. Was arbeitet sie eigentlich?
Die Statistik Austria registriert nur natürliche Todesfälle, Herr Kollege. Willst du uns vielleicht arbeitslos machen? Ja? Wer ist denn das? Aha. Das ist dein Vorgänger. Verstehe. Mit seiner Frau und dem Wendelin. Ah, ja. Und wo? Gut, wir sind unterwegs. Kreuzleitner, wir müssen los. Es ist was passiert. Natürlich Mord. Also, Lukas, da ist der Schreibtisch. Richt dir einstweilen ein. Und wir telefonieren dann später, ja? Nix da, ich komm mit. Servus, und? Nein. Hallo, unser neuer Kollege, Frau Dr. Haller. Freut mich. Ich bin der Lukas Reuter, hallo. Ihr habt schon gehört, dass Sie in Innsbruck einen Kurs in Kriminalpsychologie bei einem bekannten deutschen Profiler belegt haben? Beim Professor Meyerhofer, ja. Ist das nicht der, der auch eine Ausbildung auf der FBI Academy gemacht hat? In der Verhaltensforschungseinheit. Gut. Dann sag uns doch bitte etwas über den seelischen Zustand des Täters. Aha. Also er hat auf jeden Fall mit voller Wucht zugeschlagen. Ich tippe auf eine Beziehungstat oder einen Racheakt oder sowas. Hat's was Vergleichbares gegeben in letzter Zeit? Also mit dem Erschlagen haben's schon mal... Wo sind denn die anderen? Die kommen gleich. Beeilt euch! Der Innsbrucker Richter sinnvoll entschieden, finde ich. Sozialarbeit an frischer Luft kann ja sogar gesund sein. Ein Gefängnis ist keine Besserungsanstalt. Das kennt man doch. Dort würden sie noch tiefer fallen. Überraschen mich. Ich habe immer geglaubt, dass sie eher für härtere Strafen eintreten. Ich bestehe nur darauf, dass man die Regeln einhält. Das wissen sie ganz genau. Aber Jugendliche wegen ein paar Dummheiten einsperren, finde ich nicht richtig. Ja? Kann ich Sie kurz sprechen? Ist was mit den Kids? Nein, die schlafen schon seit einer Stunde. Ja, und warum schlafen Sie nicht zu Hause? Sie wohnen doch hier in der Gegend. Ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine Gelegenheit. Ich will es einmal höflich ausdrücken. Wir sind Kollegen und wir bleiben Kollegen. Einverstanden? Sie schulden mir noch was. Nein, wir sind quitt. Ich könnte Sie auffliegen lassen, Frau Leopold.
Danke, passt schon so. Kann ich Ihnen da helfen? Das geht schon, danke. Dankeschön, für dich. Da schau, was in der Post war. Äußerst sprachbegabt. Sag, heute ist doch der 17. War da nicht irgendwas? Nein, nichts Besonderes. Ah, hab ich mich getäuscht. Okay, nicke einfach oder schüttel den Kopf, ja? Der König hat herausgefunden, dass du etwas mit der Frau Leopold gehabt hast. Hast du es gewusst? Er hat gedroht, sie auffliegen zu lassen und hat sie erpresst. Er hat 15.000 Euro gefordert. Ich sag nichts. Du kannst dir aber schon vorstellen, dass ich davon ausgehen muss, dass du davon gewusst hast. Dann gibt's nämlich eine logische Erklärung. Du hast durchgedreht und hast ihn erschlagen. Der hat's verdient. Kannst du mir das näher erklären? Er war ein richtiges Schwein. Wird das so eine Plauderstunde? Komm, wir müssen weitermachen. Du, Lukas, das war die Frau Dr. Haller. Die Papierpartikel, die wir in der Wunde des Toten gefunden haben, die stammen von einem Wodkaflaschenetikett. Irgendein seltener russischer. Sie schickt uns die Details. Und, was sagt er? Also, dass der Florian nichts von der Erpressung gewusst hat, das glaube ich ihm sogar. Hat mit dir geredet? Drei kurze Sätze sind ihm ausgekommen. Was überlegst du? Er hat gesagt, dass der König ein richtiges Schwein war. Wir sollten uns das private Umfeld von dem König noch einmal anschauen. Und ich möchte seiner Frau noch ein paar Fragen stellen. Gut. Na, fahrt. Sie sind doch seit einem Jahr bei einer Psychotherapeutin in Behandlung. Können Sie uns sagen, warum? Das geht Sie überhaupt nichts an. Doch, das geht uns etwas an, weil wir den Mord an Ihrem Mann aufklären müssen. Und es reicht ein Anruf und wir haben einen richterlichen Beschluss, um Ihre Therapeutin zu verhören. Also. Mein Mann hat sich verändert. Er ist ungeduldig geworden und aggressiv. Ich musste lernen, damit umzugehen. Und deshalb wollten Sie sich von ihm scheiden lassen? Ja. Hat er Sie auch misshandelt? Oder sexuell genötigt? Nein. Er hat es in vollen Zügen genossen, mich zu demütigen. Vor allem vor anderen Menschen. Das ist ein starkes Motiv. Und Sie haben für die Tatzeit kein Alibi. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn in Gedanken erschlagen, 100 Mal. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Der König demütigt seine Frau, erpresst seine Kollegin, fragt sie nur, wie er mit den Jugendlichen umgeht. Ihr war Idee. Wir könnten die Jugendlichen doch einzeln verhören. So eine halbe Stunde lang. Was ist, wenn sie nicht reden? Egal, wir konfrontieren sie mit erfundenen Aussagen der anderen und schauen, wie sie reagieren.
Und du glaubst, das funktioniert? Bei Jugendlichen vielleicht sogar besser als bei Erwachsenen. Junger Mann, das hat ein Bahnbediensteter für dich abgegeben. Super, endlich. Danke. Bis später, ja? Zahlen bitte. Florian und die Leopold. Da war doch was, oder? Und der König war auch scharf auf sie. Da ist der Florian ausgerastet. Habe ich gehört. Du bist ja ein richtig guter Skifahrer. Schade, dass du damals den Trainer niedergeschlagen hast. Und du bist intelligent. Wahrscheinlich war es deine Idee, nicht auf die Fragen zu antworten. Aber du bist der Einzige, der nicht redet. Die anderen haben nicht durchgehalten, dem zu plaudern begonnen. Willst du wissen, was sie gesagt haben? Ja? Wer ist denn das? Aha. Das ist dein Vorgänger. Verstehe. Mit seiner Frau und dem Wendelin. Ah, ja. Und wo? Gut, wir sind unterwegs. Kreuzleitner, wir müssen los. Es ist was passiert. Natürlich Mord. Also, Lukas, da ist der Schreibtisch. Richt dir einstweilen ein. Und wir telefonieren dann später, ja? Nix da, ich komm mit. Servus, und? Nein. Hallo, unser neuer Kollege, Frau Dr. Haller. Freut mich. Ich bin der Lukas Reuter, hallo. Ihr habt schon gehört, dass Sie in Innsbruck einen Kurs in Kriminalpsychologie bei einem bekannten deutschen Prüffeller belegt haben? Beim Professor Meyerhofer, ja. Ist das nicht der, der auch eine Ausbildung auf der FBI Academy gemacht hat? In der Verhaltensforschungseinheit. Gut. Dann sag uns doch bitte etwas über den seelischen Zustand des Täters. Aha. Also er hat auf jeden Fall mit voller Wucht zugeschlagen. Ich tippe auf eine Beziehungstat oder einen Racheakt oder sowas. Hat's was Vergleichbares gegeben in letzter Zeit? Also mit dem Erschlagen haben Sie schon mal recht. Vermutlich mit einem glatten, runden Gegenstand. Und ich schätze es immer nur sehr ungern, aber es dürfte zwischen Mitternacht und 2 Uhr in der Früh passiert sein. Gibt es sonst irgendwelche verwertbaren Spuren? Ja, die Kollegen haben noch nichts Brauchbares gefunden. Außer den Stummeln da. Und in seinen Jacken waren Tabak, Filterhülsen und dieses Zigarettenstopfgerät. Wer stopft sich heute noch Zigaretten, bitte? Wissen wir schon, wer er ist? Ja, das wissen wir. Oliver König, verheiratet, ist 40. 40. Bewährungshilfe. Seine Kollegin, die Frau Leopold, wartet drinnen in der Pension. Alle 4 fallen unter die Kategorie Wohlstandsverwahrlosung. Der Richter hat den allen noch eine letzte Chance gegeben. Statt Gefängnis eine Strafe auf Bewährung, Auflage eine gemeinnützige Leistung zu erbringen. Die 4 haben sich entschieden, Sturmschäden aus einem Wald zu beseitigen. Und helfen damit einer alten Bäuerin und ihrem Knecht. Wir hatten alle im Gefängnis. Ich hau ab. Ich auch. Hey, wenn wir jetzt abhauen, dann machen wir uns erst recht verdächtig. Das ist das Blödeste, was wir jetzt machen können. Das ist der Florian Moser. Die Eltern haben sich scheiden lassen, da war er 7. Seine Mutter ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die nie Zeit für ihn hatte. Er hat dann mit dem Stehlen angefangen. Um auf sich aufmerksam zu machen. Für die Polizei ist er mir schuld. Checkst du das nicht?
Die sperren uns ein und lassen uns nie mehr raus. Nie mehr! Verstehst du? Nie mehr! Da haben wir die Steffi Aigner. Bei der Großmutter aufgewachsen. Sie wollte Krankenschwester werden, hat aber leider Medikamente aus der Spitalsapotheke mitgehen lassen. Sie ist verschlossen und äußerst misstrauisch. Sie zum Reden zu bringen, wird schwer werden. Was ist denn los? Und das ist der Moritz Schatz. Ein sehr gescheiter, sensibler Kerl, der in Kitzbühel aufgewachsen ist. Er war im Jugendkader der Abfahrer. Er war ein hoffnungsvolles Talent, bis er im Rausch einen Trainer niedergeschlagen hat. Ich habe noch nie einen toten Menschen angefasst. Theresa Kurz hat als Lehrling in einem Drogeriemarkt gearbeitet, ist mit 12 Jahren von zu Hause ausgerissen, dann war sie in halb Europa unterwegs. Theresa gilt als äußerst aggressiv. Weiß man warum? Wir vermuten ein traumatisches Erlebnis in ihrer Jugend. Und Sie, Frau Leopold? Wie war denn Ihr Verhältnis zum Herrn König? Korrekt, würde ich sagen. Natürlich hat mein Mann Feinde gehabt. Es gab genug Jugendliche, die nicht mit ihm zurechtgekommen sind und ihn bedroht haben. Aber was seinen Beruf betrifft, war er immer ein Idealist. Können Sie uns den Namen nennen? Leider nicht. Frau König, wie war denn sein Verhältnis zu seinen Kollegen? Ich nehme an, sehr gut. Er hat nie über einen Kollegen oder eine Kollegin geklagt oder sich beschwert. Frau König, Sie sind vor 6 Wochen aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Wollten uns scheiden lassen? Dürfen wir den Grund erfahren? Tut mir leid. Das ist Privatsache. Es geht Sie beim besten Willen nichts an. Wo sind denn die anderen? Die kommen gleich. Beeilt euch! Da hat der Innsbrucker Richter sinnvoll entschieden, finde ich. Sozialarbeit an frischer Luft kann ja sogar gesund sein. Ein Gefängnis ist keine Besserungsanstalt. Das kennt man doch. Dort würden sie noch tiefer fallen. Überraschen mich. Ich habe immer geglaubt, dass sie eher für härtere Strafen eintreten. Ich bestehe nur darauf, dass man die Regeln einhält. Das wissen Sie ganz genau. Aber Jugendliche wegen ein paar Dummheiten einsperren,
finde ihn nicht richtig. Ja? Kann ich Sie kurz sprechen? Ist was mit den Kids? Nein, die schlafen schon seit einer Stunde. Ja, und warum schlafen Sie nicht zu Hause? Sie wohnen doch hier in der Gegend. Ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine Gelegenheit. Ich will es einmal höflich ausdrücken. Wir sind Kollegen und wir bleiben Kollegen. Einverstanden? Sie schulden mir noch was. Nein, wir sind quitt. Ich könnte Sie auffliegen lassen. Frau Leopold. Danke, passt schon so. Kann ich Ihnen da helfen? Das geht schon, danke. Gern geschenkt, für dich. Du schau, was in der Post war. Mein Lieb. Ganz der Vater der Bauer. Du sag, was ist heute eigentlich für ein Tag? Der 16. Warum? Hallo Lukas. Servus Karin. Und Sie müssen der Kreuzleitner sein. Gut getippt, junger Mann. Kannst ruhig du zu mir sagen. Gut. Wir beide haben ja unlängst telefoniert wegen meiner Wohnung. Ja, genau. Gefällt's dir? Ja, super. Wer kann schon von seinem Wohnzimmer aus auf den Hahnenkamm schauen? Warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten dich gern abgeholt. Und? Magst du einen Kaffee? Gern. Schwarz ohne Zucker. Schon unterwegs. Ich halte das keine 3 Tage mehr aus. Habt ihr den König gesehen? Der geht uns auch gar nicht ab. Vor kurzem den Todesursachenatlas der Statistik Austria gelesen und da steht, dass es in Kitzbühel die niedrigste Sterberate von ganz Österreich gibt. 16% unterm Durchschnitt. Was arbeitet sie eigentlich? Die Statistik Austria registriert nur natürliche Todesfälle, Herr Kollege. Willst du uns vielleicht arbeitslos machen? Grüß euch. Mein Name ist Karin Kofler, ich bin von der Soko Kitzbühel. Das ist mein Kollege, der Lukas Reuter. Du bist der Moritz? Du teilst da zusammen mit dem Florian ein Zimmer. Also, ihr seid ja um 10:30 schlafen gegangen. Hat einer von euch beiden danach das Zimmer verlassen? Ihr zwei teilt euch doch auch ein Zimmer, oder? Hat wer von euch das Zimmer in der Nacht verlassen? Ja, ich verstehe schon. Ich
tät an eurer Stelle in der Situation auch nichts sagen. Keine Angst. Auch wenn es von mir ist. Was geht's? Karin? Servus. Du, ich habe in der Kopfwunde Papierpartikeln gefunden. Die könnten gut von dem Etikett stammen. Also ist er wahrscheinlich mit einer Flasche erschlagen worden. Ja, gehen wir mal davon aus. Die Partikel werden gerade noch untersucht. Vielleicht bringt uns das Ergebnis ja weiter. Und was die Tatzeit betrifft, lege ich mich jetzt auch fest. Er ist zwischen 12 und 12:30 in der Nacht erschlagen worden. Gut, danke dir. Ist Fesch? Der neue Kollege. Ach so? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Servus. Hallo? Ist da wer? Ist da jemand? Kitzbühel, komm uns raus mit erhobenen Händen. Rauskommen, hab ich gesagt. Scheiße, immer wenn man alleine ist. Was ist jetzt mit dem Neuen? Der ist heute am Vormittag angekommen und hat sich sofort eingeklinkt. Zeig doch von einer tadellosen Berufsauffassung. Ich habe gehört, er kommt aus Linz. Ihr habt's aber gut recherchiert. Mhm. Doch völlig normal, dass wir uns erkundigen, mit wem wir in Zukunft zusammenarbeiten. Wir? Also du, natürlich. Und wie ist er denn jetzt, der Lukas? Was wird das jetzt? Wird das ein Verhör oder was? Das ist eine ganz normale Routinebefragung. Wie ist er? Er ist kompetent und sehr sympathisch. Klingt gut. Danke für die Komplimente. Und eins fürs hervorragende Essen. Ich werde sicher öfter kommen. Was machst denn du da? Die Dr. Haller hat in der Jacke von dem toten König eine Rechnung von den Bruchlanerstuben gefunden. Und hat sie mir gegeben. Ich habe nicht gewusst, dass das Lokal deinem Vater gehört. Übrigens, der tote König war vor 2 Tagen hier bei mir. Mit einer jungen, sehr schlanken, blonden Begleiterin. Sie sind ziemlich heftig geworden. Hast du schlecht gekocht? Diese kindische Bemerkung übergehe ich einfach. Es ging um Geld. Das wird wohl seine Kollegin, diese Leopold, gewesen sein. Und du bist unter die Hälse ergangen? Nein, ich finde das einfach nur logisch. Die Nachbarin hat nichts gehört und nichts gesehen. Was denkst du? Naja, da hat offensichtlich jemand versucht, einen Einbruch vorzutäuschen und hat das Schloss mit einem Schraubenzieher manipuliert. Ziemlich dilettantisch, gell? Hm. Wir haben beim Toten keinen Schlüssel gefunden. Vielleicht hat jemand dem König den Schlüssel weggenommen und danach die Wohnung durchwühlt. Aber wozu macht er sich die Mühe, einen Einbruch vorzutäuschen? Die Leopold verheimlicht was. Ich habe genau mitgekriegt, wie der König bei ihr angeklopft hat. Sie schulden mir noch was. Er hat ihr gedroht. Das hast du vielleicht nur eingebildet, hm? Mein Zimmer ist gleich gegenüber.
Ich hab das nicht geträumt. Vielleicht wär's gescheiter, wenn ich das der Polizei melde. Nix erzählen wir denen, gar nichts, ist es klar. Aber es wäre doch vielleicht besser. Wenn sie was mit Mord zu tun hat, dann wären wir alle fein raus. Vergiss es. Ich glaube, den König hat keiner so richtig gemocht. Er hat als extrem strenger Bewährungshelfer gegolten. Ja gut, er war streng und er hat nach Vorschrift gehandelt, aber kann man nicht vorstellen, dass ihn einer der Jugendlichen deswegen gleich umbringt. Was ist mit seiner Frau? Ja, die hätte natürlich ein Motiv. Das Trachtengeschäft hat ihm gehört. Er hat's geerbt und hat ihr die Hälfte überschrieben. Wenn sie sich scheiden lassen, muss sie ihn auszahlen und verliert womöglich das Geschäft. Mhm. Weil das Geld hat sie wahrscheinlich nicht. Irgendwas verschweigt ihr uns. Was geschieht mit ihm? Die König will ihn nicht. Es war der Vogel von ihrem Mann. Er hat ihn angeblich nur gekauft, um sie zu ärgern. Das schau. Die Spurensicherung hat diesen Kontoauszug beim König gefunden. Die Leopold hat dem König 15.000 Euro überwiesen. Wieso überweist dem Kollegen so viel Geld? Das frage ich mich auch. Aber du bist der Kommissar. Hm. Und für dich ist es jetzt Zeit, Tirolerisch zu lernen. Er hat behauptet, er braucht das Geld für die Scheidung. Und sie leihen dem König einfach so 15.000 Euro. Da ist doch nichts dabei unter Kollegen. Wir haben uns bei ihrem Vorgesetzten informiert. Sie hatten des Öfteren Differenzen mit ihm. Da ging es um rein berufliche Dinge. So, Frau König, Sie haben ausgesagt, dass Sie Ihren Mann in den letzten 3 Wochen nicht gesehen haben. Ja, das habe ich bereits zu Protokoll gegeben. Es gibt eine Zeugenaussage. Ihr Wagen wurde gestern Abend gesehen. Vor der Pension, in der Ihr Mann mit den Jugendlichen war. Also erstens, warum waren Sie dort? Und zweitens, warum haben Sie uns angelogen? Wir wissen aber, dass Sie in den Bochlanerstuben heftig über Geld gestritten haben. Ja, er wollte sich ihm noch mehr Geld leihen. Ich habe abgelehnt. Ist er etwas ausfällig geworden. Das war alles. Mein Mann hat mich angerufen. Er wollte wegen der Scheidung noch einige Punkte klären. Ich sollte ihn von der Pension abholen und irgendwo hinfahren, wo wir in Ruhe reden könnten. Warum ist es nicht dazu gekommen? Wir nach ein paar Minuten sofort wieder gestritten haben. Ich habe ihn einfach stehen lassen. Bin weggefahren. Wo sind Sie denn hingefahren? Ich war so wütend. Bin einfach in der Gegend herumgefahren. Das müssen Sie mir glauben. Das fällt mir sehr schwer. Das wäre dir doch aufgefallen, wenn ihr das Zimmer verlassen hättet. Wenn ihr einmal schlaft, dann kann eine Bombe neben mir hochgehen und ihr werdet wach. Du lenkst davon die ab, du Arsch. Ich bin einmal aufgewacht. Dein Bett war leer. Soll ich das der Polizei stecken? Du spinnst. Ich war bloß kurz auf dem Klo. Die haben die Leopold in der Zange. Die hat mit dem Mord nichts zu tun. Bestimmt. Bist du das so sicher? Du und die Leopold? Sie haben uns verschwiegen, dass Sie einen Kredit aufnehmen mussten, um das Geld aufzutreiben, das der König von Ihnen verlangt hat. Wir glauben, dass Sie erpresst wurden. Womit hat er Sie denn erpresst? Wir können das Gespräch gerne am Kommissariat weiterführen. Ich habe einen Blödsinn gemacht. Ich habe mit einem der Kids geschlafen. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Mit wem? Mit ihm.
Der König ist dahinter gekommen und hat mich erpresst. Wegen eines einmaligen Ausrutschers. Da war doch mehr, oder? Er hat mir ein gefälschtes Protokoll gezeigt, in dem 3 weitere Jugendliche behaupten, dass ich sie zum Sex überredet hätte. Und er hat gedroht, dass er das Protokoll der Staatsanwaltschaft übergibt, wenn ich nicht zahle. Naja, das ist ein Beo. Auch Gracula religiosa genannt. Gehört in die Gruppe der tropischen Glanzstarre. Auf jeden Fall ist er ein prächtiges Tier. Der bekommt bei mir ein neues Zuhause. Der kommt mir in kein Tierheim. Danke, Frau Gräfin. Gerne. Geh mal. Aber da müssen Sie sehr vorsichtig sein, was Sie sagen. Die Tiere sind nämlich auch...